Waldhofen an der Ybbs war dieses Jahr Thema beim Forum Alpbach. Johann Stixenberger referierte über erfolgreiche Stadtbelebung und Stadtentwicklung. Was war der Response, was war die Reaktion darauf? Ja, es war ganz interessant, einmal im Alpbach beim Forum hier über Ortskern und Stadtentwicklung zu Kontakt zu haben und heute halt in ein Symposium, wo mehrere Beispiele präsentiert wurden, dabei zu sein. Und es war für mich natürlich auch eine Ehre, Waldhofen zu präsentieren in Alpbach. Und dabei war es auch so, wirklich so, dass eigentlich man feststellt, dass ziemlich viele Orte in Österreich ähnliche Herausforderungen haben. Wir in Waldhofen haben halt diese Herausforderungen doch relativ gut gemeistert und haben das Glück, dass einige Erfolge dabei passiert sind. Sie sprechen gerade von Erfolgen. Was hat Waldhofen so interessant gemacht für andere Städte und Gemeinden? Ja, Waldhofen ist es wirklich gelungen, diese Kräfte zu bündeln, die für diesen Bereich verantwortlich und zuständig sind. Es ist so, dass natürlich ja im Mittelpunkt immer dabei die Hausbesitzer stehen, weil die sind der Schlüssel eigentlich in dieser ganzen Sache. Aber es muss auch die Wirtschaft und auch natürlich die Gemeinde und die Verwaltung genauso mithelfen, um hier einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, dass das nicht nur ein Problem ist, der Leerstand, sondern auch, dass das viel Potenzial ergibt. Und dieses Potenzial einfach zu nützen, da brauchen wir aber alle Kräfte. Wie gesagt, eben die Wirtschaft. In Waldhofen haben wir das Glück, dass wir sehr ein gutes, engagiertes Stadtmarketing haben, aber auch die Gemeinde, wo vor allem von Bürgermeister angefangen bis zu der Verwaltung alle wirklich kräftig das Ding unterstützen, aber auch die Hausbesitzer, die einfach dieses Bewusstsein eben brauchen oder auch jetzt Gott sei Dank haben, dass eine Sanierung von Häusern doch eine gewisse Chance ergibt. Und wir haben ja das Glück, dass in Waldhofen in den letzten 15 Jahren über 17 Häuser general saniert worden sind im Stadtkern. Sie sprechen gerade vom Potenzial. Wäre das nicht ein Riesenpotenzial für die Stadt? Dieses Beispiel, wo wir in Alpbach waren und Waldhofen präsentiert haben, wo wir viele Exkursionen in Waldhofen waren, die sich Waldhofen angeschaut haben. Also das heißt, in einem halben Jahr 30 Delegationen, teilweise in Waldhofen, teilweise wo wir unterwegs waren, das wäre ein wunderbares Potenzial, um einfach Stadtentwicklung, Innenstadtbelebung, aber vor allem unter dem Aspekt, alle Kräfte zu bündeln, könnte man hier natürlich einiges im Bereich von Wirtschaftstourismus aufbauen. Durch den jahrelangen Imageaufbau und durch die Kontakte von Hans Stixenberger wäre Waldhofen geradezu der ideale Standort für ein internationales Fachsymposium zum Thema erfolgreiche Stadtbelebung und Stadtentwicklung. Also Sie sehen da wirklich Potenzial auch, um die Stadt anders zu beleben. Ja, es ist auch eine weitere Möglichkeit, die Stadt zu beleben. Wir haben natürlich das Glück, und das hat ja Architekt Beneder schon vor über 20 Jahren gesagt, Waldhofen ist die Stadt mit den geglückten Maßstäblichkeiten. Und das betrifft jetzt natürlich sehr stark die Lage und die Architektur und auch den Stadtraum und die Stadtplätze. Aber wir haben mittlerweile wirklich das Glück, dass wir sehr eine lebendige Stadt sind und natürlich auch das ganze Umland, sei es jetzt die Natur und auch die Region, Wunderbares zu bieten hat und Waldhofen sich als Stadt in einer gewissen Vielfalt und Harmonie und mit den vielen Möglichkeiten, wie wir sie auch im neuen Markenprojekt jetzt definieren, Leben voller Möglichkeiten, hier große Chancen vorhanden sind, um Waldhofen auch als Wirtschafts- und Wirtschaftstourismusstandort zu präsentieren.